ein herzliches Willkommen, liebes Publikum, auch an alle Vermissten in Österreich und in der Schweiz. Willkommen bei Bitte melde dich, sonst sind wir echt traurig. Heute Abend geht es um eine 12-köpfige Männer-WG, die ihren Chef vermisst. Das sind zum einen Petrus, Josef, Lukas, Jakobus, Bartholomäus, Simon, Johannes, Matthäus, Paulus, Philippus, Judas und Nathanael. Um diesen hilflosen Menschen etwas unter die Arme zu greifen, haben wir sie in ihrem Heimatort Uelzen bei Nazareth besucht. Uelzen, Kreis Nazareth. In diesem schmucken Einfamilienhaus waren sie einst glücklich. Doch seit geraumer Zeit ist nichts mehr so, wie es früher einmal war. Hier Bilder aus unbeschwerten Tagen. Das einst belebte Badmintonfeld ist verwaist. Turniere werden hier nicht mehr ausgetragen. Keiner repariert hier noch Fahrräder, wozu auch. Die einst so beliebten Radrennen, niemand mag mehr daran teilnehmen. Rhythmus und dann vielleicht andere Richtung. Hoppa, hoppa, hoppa. Auch lustige Gesellschaftsspiele finden nicht mehr statt. Ja, meine Herren, wo haben Sie denn nun Ihren Chef zuletzt gesehen? Vielleicht macht Petrus den Anfang. Ja, also an den letzten Abend, da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Also da hat mich stutzig gemacht, da hat er immer von einem letzten Abendmahl geredet. Gut, ich hab mir dabei nichts weiter gedacht, weil wenn der Chef ein bisschen was getrunken hat, dann hat er öfters so komische Sachen gesagt wie wahrlich, ich sage euch, oder es wird der Tag kommen und lauter so Prophezeiungen. Hat denn Ihr Chef, ich meine, hat er irgendwelche Souvenirs oder persönliche Sachen wie Kreditkarte, Personalausweis mitgenommen? Also was er regelmäßig gemacht hat, ist, dass er zum See Nazareth zum Surfen gegangen ist. Ja, könnte er dabei nicht ertrunken sein? Bartholomäus, bitte. Das glaube ich nicht. Der Chef war immer ein guter Schwimmer. Überleg doch mal, Männer, der hat auch zum Surfen nicht einmal ein Brett gebraucht. Ja, was war denn euer Chef so für ein Typ? Nathanael, bitte. Nathanael aber macht nichts. Du, der Chef war immer gut drauf, immer lustig. Hat der Chef so verrückte Sachen gemacht, wie eine Zaubertrick. Hat der Chef verwandelt Wasser in die Wein und so verrückte Sachen hat der Chef gemacht. Chef ist ein verrückter Mann. Markus, gab es denn irgendwelche Differenzen innerhalb Ihrer Männer-WG? Ja. Also im Prinzip haben wir uns schon ganz gut verstanden, gell? Also wir haben auch immer alles zusammen gemacht. Ich meine, er hat schon so seine Marken gehabt, aber in Nobody's Perfect, gell? Zum Beispiel das mit der Hausordnung. Die Hausordnung? Naja, so Sachen wie, du sollst nicht zu spät nach Hause kommen, du sollst nicht vergessen zum Abspielen, du sollst nicht rülpsen. Immer dieses, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Doch sie geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht können Sie doch eines Tages wieder gemeinsam vor dem Fernseher ein Länderspiel verfolgen. Ja, und heute Abend sitzt er nun hier. Petrus, guten Abend. Hallo. Petrus, möchten Sie bei dieser Gelegenheit noch ein letztes Wort an Ihren Chef richten? Ja. Bitte. Lieber Chef, bitte melde dich, wir sind echt traurig. Wir versprechen dir, wir laden auch nie wieder den Herrn Rhodes ein.